Hallo, guten Morgen. Hier ist Christina für die Lektüre des 54. Kapitels des Tao Te Ching. Weisheit und Tugend sollen dir zur Gesundheit verhelfen. Wie soll das gehen? Gesundheit? Was hat das mit Weisheit und gar mit Tugend zu tun? Ich hoffe, du hast inzwischen mit diesen 53 Kapiteln schon viel dazugelernt diesbezüglich und hast schon ein richtiges Gefühl dafür, wie du dir immer wieder dadurch, dass du weise Entscheidungen triffst und deine Tugend förderst, darauf komme ich gleich nochmal zurück, dich deshalb immer besser fühlen kannst in deinem Leben, in deinem Sein. Und natürlich in deinem Körper und somit auch deine Gesundheit fördern kannst. Nun, ich freue mich sehr, dass wir heute hier wieder gemeinsam ein neues Kapitel entdecken können. Und in der Tat wird hier nochmal ganz großartig über die Tugend geredet. Und zwar über das Kultivieren der Tugend. Denn schließlich ist Kultur das Ein und Alles, um etwas in deinem Leben integrieren zu können. Kultur heißt nicht, ins Theater zu gehen und Musik zu hören und ins Museum zu gehen, sondern Kultur ist das, was du jeden Tag für dich tun kannst, um dich gesund und natürlich reichhaltig zu fördern in deinem Sein. Kultur des Geistes, Kultur des Körpers, Kultur der Seele. Und der Tao Te Ching hilft dir zur Kultur des Seins. Denn Sein ist zwar eigentlich völlig natürlich, aber doch so oft so schwierig. So oft sind wir abgelenkt von dem natürlichen Dasein. Wir denken, wir müssen tun, wir müssen aktiv sein. Und das stimmt natürlich auch bis zu einem gewissen Grade. Aber was heißt es, dieses Sein zu pflegen, was uns Gesundheit und Wohlbefinden schenkt? Genug geredet. Auf geht's in die Welt der Tugendhaftigkeit und des Seins. Setz dich hin, bequem und lass dich von meinen Worten leiten und von dem Klang meiner Stimme. Tugend ist keine Abstraktion, die moralischen Werten folgt. Tugend im Sinne des Tao ist die Weisheit des ewigen Lebens, das heißt, der Vitalkraft zu integrieren, zu fördern und zu kultivieren. Nimm Kontakt auf über die Füße mit dem Boden. Spüre, wie der Kontakt kräftiger wird, wie du mehr und mehr den Boden unter deinen Füßen spüren kannst. Und dadurch gestärkt sitzen kannst. Spüre, wie du aufnahmefähig wirst. Wie du das, was ich dir hier über die Worte des Tao mitgeben werde, aufnehmen kannst. Und es in dir wachsen und gedeihen lassen darfst. Du bist wie eine Schale, die eine Flüssigkeit aufnehmen kann. Du empfängst und bist da, um diese Worte zu empfangen und dich dadurch erfüllen zu lassen.
Das ist die Übung, die du hier jeden Samstag tun darfst und die deine Gesundheit und dein Wohlbefinden schon vor der Lektüre und vor des Verstehens des Textes überhaupt fördert. Schließe nun die Augen und nimm wahr, wie du sitzt und dich mehr und mehr entspannen kannst. Denke an nichts als an das, was du gerade bist, wenn du hier sitzt und meiner Stimme folgst. Was fest verwurzelt ist, kann nicht ausgerissen werden. Was gut umschlossen ist, verliert man nicht. Die Verehrung der alten Sitten darf von Kindern und Enkeln nicht vernachlässigt werden. Pflege sie in dir selbst und die Tugend wird überall wahr sein. Pflege sie in deinem Haus, die Tugend wird Wohlstand bringen. Pflege sie in deinem Dorf und die Tugend wird gedeihen. Pflege sie in der Nation und die Tugend wird reichlich für alle da sein. Pflege sie in der Welt und die Tugend wird überall sein. Deshalb achte auf dich selbst und achte auf dein eigenes Heim. Achte auf dein Dorf, achte auf dein Land und achte auf deine Welt. Wodurch kann ich wissen, was die Welt gestaltet und erhält? Genau deswegen. Atme ein, atme aus. Und notiere nun für dich, was diese Worte in dir bewegen, in deinem Herzen, in deinem Geist, deinem Körper. Mach dir Notizen für dich. Und lass uns nun den Text erforschen. Ich glaube, die Worte des Textes sind relativ einfach zu verstehen. Und jetzt in diesem Fluss, wenn ich das so sagen kann, der einzelnen Kapitel, die du jede Woche verfolgst, ist sicher der gesamte Text verständlich. Was interessant ist an diesem Text, ist der geschlossene Kreis, den er bildet. Denn, wie zu Beginn gesagt wird, was fest verwurzelt ist, kann nicht ausgerissen werden.
Was gut umschlossen ist, verliert man nicht. Das heißt, je besser, je mehr und je öfter du Tao praktizierst, umso mehr wird die Tugend in deinem Leben erscheinen. Und Tugend ist nicht Moral, Tugend ist das, was dich zur Gesundheit führt. Tugend ist die Fähigkeit, gesund zu leben. Gesund in deinem Körper, gesund in deinem Geist, gesund in deinen Emotionen und gesund in deinem Austausch, in deiner Beziehung zu anderen. Es ist die Rede von Pflege. Davon spreche ich auch oft. Kultivieren heißt pflegen. Je mehr du die Tugend pflegst, umso größer wird sie. Das ist logisch. Und Tugend ist der inkarnierte Tao. Das heißt, Tugend ist die Tür, durch die du den Zugang zum Tao hast. Je tugendhafter du dich in der Welt bewegst, umso mehr kann durch dich die Weisheit des Tao, die ewige Vitalkraft, strahlen, scheinen und wirken. Und deshalb kannst du sehen, wie sich das, was in dir ist, auch im Außen wiederfindet. Deine innere Welt wird zu einer Art Spiegel und innen und außen reflektieren sich gegenseitig. Und so kannst du lernen und immer tiefer und erneut Tao tugendhaft in dein Leben einladen. Im Bereich der Psychologie nennt man dieses Spiegeln auch Projektion. Das heißt, wir Menschen, wir sind so gestaltet, dass wir meinen, dass das, was wir denken und fühlen und wahrnehmen, die Wahrheit ist. Ja, wenn ich ein Gefühl habe, dann denke ich, dass es wahr ist, was ich fühle. Wenn ich etwas sehe, dann denke ich, dass das wahr ist. Das Problem dabei ist natürlich, dass jede Wahrheit eine Interpretation zugrunde hat. Und diese Interpretation ist immer, 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 immer subjektiv. Das heißt also, die Wahrnehmung, und darüber habe ich schon öfters gesprochen, die Wahrnehmung dessen, was dich umgibt, ist ganz einfach dadurch geprägt, wie du bereit bist, es zu interpretieren. Und je mehr du fähig bist, deine eigenen Interpretationen zurückzustellen und diesen Raum zu schaffen, diese Tugend zu kultivieren, die dich direkt mit dem Tao verbindet, umso mehr wirst du im Außen das sehen, was die Wirklichkeit des Tao ist, die ewige Vitalkraft und die ewige Bewegung des Lebens.
würde mich sehr interessieren, wie du das eben Gesagte verstehst in deinem eigenen Leben. Ich wäre sehr dankbar, wenn du Kommentare oder Fragen dazu stellen würdest, damit ich das eventuell vertiefen kann, denn das hört sich sehr einfach an, ist aber sehr, sehr tief. Und so endet auch der Text. Wodurch kann ich wissen, was die Welt gestaltet und erhält? Das heißt, wie die Welt funktioniert. Genau deswegen, weil ich die Tugend pflege, weil ich nach innen schaue. Pflege die Tugend in dir selbst und die Tugend wird überall wahr sein. Wahrhaftig wird, was aus dir heraus strahlen kann. Und genau das führt zu dem tiefen inneren Wissen des universellen Seins. Und wenn du in deinem Sein bist, wenn du es dir gestattest und ermöglichst zu sein, dann wirst du in Verbindung mit dem Tao sein, mit dem ewigen Sein, mit dem universellen Sein, mit dem, was dich, mit dem Leben als solchem und vor allen Dingen mit anderen Menschen verbinden kann. Die Verbindung zu dem anderen entsteht dadurch, dass du dich mit deinem eigenen Sein verbindest und dich öffnen kannst. Öffnen für das, was ist in dir und öffnen für das, was du empfindest, was du spürst und was du als Vitalkraft aus dem Tao aufnehmen kannst. Tao hat keine Form, Tao hat keinen Namen. Tao ist da und nährt dich, wenn du es zulässt. Ja, so ist das. Das kannst du lernen. Das sage ich dir jedes Mal wieder und jedes Mal wieder lade ich dich herzlich zu einem Gespräch ein. Denn ich möchte, dass du das lernst. Ich denke mal, diese wöchentlichen kleinen Übungen und Öffnungen, die ich dir hier anbiete, die ich dir hier schenke, tragen dazu bei, dass du das lernst. Und dennoch ist es ein ganzer Weg, der das Leben lang dauert und auf dem es wichtig und gut und gesund ist, wenn man Begleitung annimmt und dadurch diesen Raum, diese Größe, die Stille kultivieren lernt. Ja, wenn du möchtest, nimm also Kontakt auf und wir können gemeinsam darüber reden, was für dich nötig ist, damit du zu mehr Gesundheit und zu mehr Wohlsein findest. Ich freue mich auf dich und sage dir bis spätestens nächste Woche wieder. Tschüss!